Die Verwendung von faserverstärkten Polymeren in Holzkonstruktionen war bisher relativ begrenzt. Daher bestand das Hauptteil dieses Projekts darin, die Verwendung von faserverstärkten Polymeren in Holzkonstruktionen umfassend zu untersuchen und Anwendungen mit Zukunftspotenzial zu identifizieren. Mein Name ist Pedro Palme, ich bin Bauingenieur und seit 2017 in der Abteilung Ingenieurstrukturen der EMPA. Die von uns durchgeführte Studie hat gezeigt, dass es gibt zwei Hauptanwendungen. Bei der Verstärkung vorhandener Strukturen, bei der Erstellung von neuen Holz-FVK-Hybridbauteilen. Als Verstärkung in bestehenden Strukturen haben faserverstärkte Polymer-Verbundwerkstoffe einige Vorteile. Sie sind leicht und einfach zu transportieren. Sie haben in der Regel eine sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit. Und ihre Anwendungen ist relativ einfach. Wenn die faserverstärkten Polymere bei der Erstellung von Holzelementen eingearbeitet werden, können sie zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Holz eingesetzt werden. Holz ist in bestimmten Richtungen sehr spröde, zum Beispiel beim Zug senkrecht zu den Fasern und bei Schubbeanspruchung. In diesen Fällen kann die Verwendung von FVK-Verbundstoffen helfen. Um die Vorteile der Polymerverbundwerkstoffe besser auszunutzen, haben wir zukünftige Forschungsthemen in diesem Bereich identifiziert. Die Verwendung von neuer faserverstärkter Polymer, insbesondere mit biobasierten Fasern und/oder Polymeren. Derzeit sind die mechanischen Eigenschaften dieser biobasierten Materialien für strukturelle Anwendungen noch begrenzt, aber es ist ein Bereich, in den es sich zu investieren lohnt. Weiterhin die Verwendung neuer faserverstärkter Polymer, deren mechanische Eigenschaften denen von Holz näher kommen, wie zum Beispiel Basaltfasern, ist ebenfalls interessant. Die Verwendung von faserverstärkten Polymerverbundwerkstoffen als Ersatz für Stahlteile kann ebenfalls von Interesse sein, insbesondere weil Stahl sehr gute Wärme leitet, was bei einigen Anwendungen problematisch sein kann. Insgesamt wird es interessant sein zu sehen, welche neuen Materialien und Anwendungen in den nächsten Jahren entwickelt werden.